Winkel kompromittiert. Wenn er sie vor aller Welt blamiert. Das ist an seiner Pflicht. Das ist an seiner Pflicht. Ich habe ja jetzt an die 100 Stücke inszeniert, nicht nur Operetten. Und meine, dass die leider, muss man sagen, alle nicht abgegolten sind. Die Probleme haben sich nicht verändert, nur äußere Dinge. Das ist aber für uns das Glück, dass wir eben diese Stücke noch spielen können, weil sie uns betreffen. Die Oper nimmt das ernst. Und die Operette nimmt es noch ernster. Und das bedeutet ein Salto Mortale in die Absurdität. Ich bin ein Krieger von Beruf, weil mich Natur dazu erschuf. Ich lernte schießen, lernte streiten, ich lernte fechten, lernte reiten. Ich bin ein Krieger aus Passion. Nun bitte sehr, spart euren Hohn. Ich spiele den Bummerlin, das ist ein Schweizer Söldner, der in der serbischen Armee kämpft. Und der landet auf der Flucht nach einer verlorenen Schlacht eben in diesem Haus und muss sich verstecken. Die Männer sind weg und ich träume eigentlich nur noch von Männern seit einem Jahr, besonders von einem. Und plötzlich landet in meinem Schlafzimmer auf dem Balkon ein fremder Mann, der mich komplett aus dem Konzept bringt, meine ganze Welt ins Rütteln bringt und alle Dinge, die ich gedacht habe, zu wissen, auf den Kopf stellt. Gleich am Anfang, der allererste Takt ist ein kleiner Trommelwirbel, wo man sofort als Zuhörer denkt, irgendwie wird es vielleicht irgendwas Kriegerisches. Und dann so eine Art Marschmusik, dann kommt, dann steigt der Chor, ein Soldatenchor ein. Alles in Marschform und selbst die drei Frauen singen sehr fast militärisch. Die Operette Der tapfere Soldat von Oskar Strauss wurde 1908 in Wien uraufgeführt und basiert auf einem Schauspiel von Bernard Shaw namens Arms and the Man von 1894, in London damals zur Uraufführung gekommen und das in Deutschland im deutschsprachigen Raum am ehesten unter dem Titel Helden bekannt geworden ist. Ach, du Für meine Rolle geht es um den Glauben an die Liebe und dann auch um das Finden der Liebe und dann aber auch schon wieder um den Verlust und den Irrglauben an der Liebe. Und dann ein bisschen vielleicht das Finden der Liebe zu sich selbst und dass man auch alleine bestehen kann. Dass eine junge Frau eine Distanz hat, eine tief innerliche Distanz zu Waffen und Waffenhändlern, das finde ich angesagt in unserer Zeit. Ja. Und das aber, jetzt kommt das Wichtige, dass wir gemeinsam ein, nicht traurig, aber ein, was ist denn das für ein Ende, wenn die Musik plötzlich ganz, ganz leise ausklingt und verstummt eigentlich. Das finde ich fantastisch. Und ich denke mal, dass im Zuschauer die Sehnsucht nach einem Happy Life, also nach einem guten Leben, ja, einem besseren Leben, entsteht dadurch. Und das ist mir also politisch wichtiger, als dass die Zuschauer also so rausgehen, also es war super und so, und dann ist es vorbei. Ich erhoffe mir von diesem Schluss eine langfristigere Wirkung. Ich merke schon ziemlich lange, hier ist etwas im Gange. Ich weiß nur noch nicht was. Was kümmert mich denn das?
Oskar Strauss ist ein eher intellektueller Operettenkomponist gewesen in der Zeit eben Anfang des 20. Jahrhunderts. Dort herrschte so ein bisschen der Trend der Herz-Schmerz-Operette vor. Oskar Strauss sah sich aber als Nachfolger des Jacques Offenbach und wollte dessen Operetten oder dessen Geist der Operettenparodie wieder zum Leben erwecken und dem Publikum zeigen. Und da kann er seine Begabung wunderbar zum Ausdruck bringen, nämlich freche, geistreiche Texte pointiert in Musik zu setzen. Man hört immer wieder Elemente von einer viel ernsteren Gattung, also selbst in die Kirchenmusik rein. Also es ist wirklich eine ganz interessante, ganz für mich ganz neue Art von Musik. Frauen, die zu Tolles treiben, die zu Tolles treiben, können manchmal sitzen bleiben, können sitzen bleiben. Freundchen, Freundchen, nur nicht toben, nur nicht toben, du kommst aus Schierheit und alles geschoben. Ich glaube, Shaw hat hier in einer sehr kriegstreiberischen Stimmung erstmals einen Anti-Helden geschaffen, der eigentlich lieber davonläuft, sich lieber um sein leibliches Wohl kümmert. Dafür steht die Schokolade im Stück, also in The Chocolate Soldier. Sich verlieben darf, hofft, dass er mit einer Frau durchbrennen darf, lieber als aufs Schlachtfeld zu ziehen. Und das ist natürlich eine Haltung, die sehr konträr gegenüber dem Zeitgeist ist. Heldentum ist eine sehr gefährliche Sache. Man kann eben mit Helden auch falsche Vorbilder schaffen. Ja? Und eine ganze Gesellschaft fehlleiten. Und es kann nicht genügend gemacht werden in der Kultur, dass das abgebaut wird, dieses Missverständnis. Alles, was man persiflieren, belächeln, lächerlich machen kann, eignet sich sehr gut für eine Operette.